Wasser auf dem Mars, die Schlagzeile gibt's gefühlt alle paar Monate. Der Mars, das wissen wir, ist bis auf ein bisschen Wassereis an den Polen staubtrocken. Aber früher, vor ungefähr 4 Milliarden Jahren, hatte der Mars mal sehr viel mehr Wasser, vielleicht sogar ganze Ozeane. Allerdings ist dieses Wasser zusammen mit der Atmosphäre in den Weltraum entwichen. Jetzt gibt es ein neues Modell, nach dem ein Großteil des Wassers eventuell auf der Marsoberfläche verblieben sein könnte. Aber bevor sich zukünftige Mars-Astronauten jetzt zu sehr freuen, dass sie da was Frisches zu trinken haben, dieses Wasser ist im Gestein gefangen. Kein anderer als Elon Musk hat vorgeschlagen, dass man doch eventuell Atombomben zünden könnte, um das Wasser aus dem Gestein zu lösen. Um es mal mit Michael Meyer zu halten, dem Chefwissenschaftler des NASA Mars Exploration Programms: Ich möchte jetzt nur mal anmerken, dass Atombomben auf einem fremden Planeten abzuwerfen sicher nicht die beste Möglichkeit ist, um ihn habitabel zu machen.